Vielen Dank und herzlich willkommen zu neuesten Vortrag in unserer Filmreihe, Filmenlecture. Jetzt möchte ich unseren heutigen Gast willkommen, nämlich Gaston Lijo. Er ist geborener Chilianer, hat in Frankreich und Quebec studiert und ist jetzt Professor für moderne Sprachen und Literaturen an der Universität von Ottawa in Kanada. Und hat Forschungsschwerpunkte in der Gesellschaft, der Kultur, der Literatur von Lateinamerika, aber mit einem besonderen Interesse für die mexikanischen Filme von Luis Buñuel. Er war der Herausgeber von einem Sammelband zu Luis Buñuel, Luis Buñuel y el Imaginario Transcultural von 2003. Und er wird heute zum Film El Bruto sprechen, einer der Filme von Luis Buñuels mexikanische Periode. Wir freuen uns darauf, von Gaston zu hören. Bitte, danke. Gaston. Der Vortrag wird auf Französisch sein mit einer schönen Übersetzung von unserer Dolmetscherin Margaret ins Deutsche. La conférence va être en français et il y aura une traduction en allemand. D'accord. Bon, bonsoir tout le monde, bienvenue. Et d'abord, merci pour l'invitation et pour l'hospitalité de Daniel Fairfax. Et félicitations pour ce programme fantastique que vous êtes en train de voir, cette rétrospective unique, je crois, d'un cinéaste qui est un de... C'est une synthèse du XXe siècle, Luis Buñuel. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin sehr froh, dass Sie hier erschienen sind. Ich bin auch sehr froh, hier den Vortrag halten zu können und auf Einladung von Herrn Fairfax hin. Und ich kann ja nur sagen, ich war ganz erstaunt und beglückt, als ich dieses Programm sah, weil Buñuel, das wissen Sie ja vielleicht, ist also einer der größten Cineasten, der also das 20. Jahrhundert alle Höhen und Tiefen begleitet hat. Il est une synthèse du XXe siècle, mais il anticipe aussi plusieurs courants qui vont se développer au XXIe siècle, surtout le rapport qu'il établit entre l'art et la culture populaire, la culture de masse. Ja, und er ist also nicht nur also das Werk Buñuels ist nicht nur eine Synthese des 20. Jahrhunderts, sondern nimmt also auch das vorweg, was also kulturell im 21. Jahrhundert bedeutsam sein wird und vor allen Dingen also seine Beziehung oder seine Vorwegnahme der Massenkultur. Okay, alors je vais lire mon texte et j'espère qu'on va pouvoir dialoguer après le film. À l'instar de Susana, 1950, et de Una mujer sin amor, El Bruto est un des films appartenant à la période mexicaine de Luis Buñuel qui met le plus en évidence sa filiation avec le mélodrame. Il ne s'agit... Je continue? Non? Ok, non, un peu. Il ne s'agit pas ici d'une utilisation partielle du genre que l'on peut observer par exemple dans El Gran Calavera où le mélodrame se glisse entre deux séquences comiques dans Ensayo de un crimen ou Elle dans lequel Anton Guindé vient caractériser certaines situations et dialogues traités avec ironie et humour noir. So wie Susanna und also ein Film, der 1950 erschienen ist und Una mujer sin amor, eine Frau ohne Liebe, der 1951 folgte, ist El Bruto, der 1952 herauskam, einer der Filme, die aus der mexikanischen Zeit von Buñuel, der am
engsten und profiliertesten seiner Nähe zum Melodram aufzeigt. Es handelt sich hier nicht um eine Teilnutzung dieses Genres, wie man es zum Beispiel an dem Film El Gran Calavera aus dem Jahr 1949 beobachten kann, wo das Melodram sich so gleichsam zwischen zwei komischen Sequenzen so reinzwängt, oder in Ensayo de un Crimen oder in dem Film L, wo der etwas steife und nicht sehr lockere Ton gewisse Situationen charakterisiert, die mit Ironie und schwarzem Humor gezeichnet werden. Dans El Bruto, toutes les composantes du film sont en dialogue avec le modèle du mélodrame et tout porte à croire que le film se plie à ces conventions. On y trouve les caractéristiques les plus typiques du genre, la structuration de l'histoire, la typologie des personnages, le sensationnalisme propre à la rhétorique de l'excès, tout concrétisé dans un traitement cinématographique particulier qui ne dédaigne ni le premier plan à grande charge émotionnelle, ni l'appui d'une musique grandiloquente. Also in El Bruto, der enthält alle Komponenten eines Films, der im Dialog steht oder im Dialog mit dem Melodrama entwickelt worden ist. Und man hat den Eindruck, also der Film hält sich an die Konventionen dieses Genres. Und man findet also auch alles, was dieses Genre ausmacht. Das ist also die Strukturierung der Geschichte, die Typologie der Personen und dann also Sensationsgier, die also voll und ganz dieser Rhetorik des Exzesses entspricht, wie sie Bruck beschrieben hat und wie sie also ganz speziell fürs Kino umgesetzt worden sind. Und das heißt also, es werden die Großeinstellungen, die also auch mit sehr viel dramatisch, emotional aufgeladen sind. Und das Ganze wird also auch noch von einer großspurigen Musik unterstützt. Mais dans chacun de ces éléments du calque discursif, chacun de ces éléments du calque discursif subit une révision qui introduit des décalages entre les conventions propres à ces modes narratifs et l'usage que fait le film. Ja, und trotz allem, also man könnte ja fast sagen, es würde alles vom Melodram imitiert, aber langsam gibt es also bei Buñuel also auch Verschiebungen, also er hält sich jetzt nicht eins zu eins an die Konventionen, sondern nutzt das Genre, wie es ihm beliebt und beschreibt es also ganz anders als im Melodram der 40er und 50er Jahre. Il s'inscrit ainsi dans un horizon idéologique bien différent à celui qui caractérisait alors le mélodrame dans le Mexique post-révolutionnaire des années 40 et 50, période connue comme l'âge d'or du cinéma mexicain, où ce pays devient le premier producteur de films en langue espagnole. Ja, wie bereits angedeutet, also Buñuel hält sich nicht eins zu eins an die Vorlagen des mexikanischen Melodrams und Mexiko hatte also in den 40er, 50er Jahren, also kurz nach, also zwei Jahrzehnte nach der Revolution, sowas wie das goldene Zeitalter. Und in Mexiko wurden die meisten spanischsprachigen Filme seinerzeit produziert. Et ici, je vais faire une petite parenthèse pour dire que le recours au mélodrame par ce cinéma mexicain, particulièrement à cette période de post-révolution, peut être expliqué par la charge didactique du genre. Le mélodrame est un genre didactique. Et en suivant Peter Brooks, dont j'extrapole le propos,
On peut affirmer que dans un pays où la révolution a bouleversé les symboles éthiques traditionnels, il était nécessaire de redécouvrir et de réexprimer clairement les sentiments moraux les plus fondamentaux et de rendre hommage aux signes du bien. Le genre se prête tout à fait à une fonction d'éducation morale et sociale dans le contexte d'un univers désacralisé. Ja, und im Mexiko, im postrevolutionären Mexiko, da musste also das Melodram auch wieder neu erfinden werden, also mit neuen Inhalten gefüllt werden, weil nach der Revolution es einfach notwendig war, also so die moralischen Gefühle grundsätzlich neu auszudrücken und also das Gute hervorzuheben, einfach um also da das Genre wieder neu zu erfinden. Buñuel évidemment échappe à ses dessins qu'utilise le mélodrame et utilise le mélodrame dans une autre direction, pas dans la direction du film mexicain. Ja, und Buñuel hält sich also nicht an die Vorgaben des mexikanischen Melodramas, sondern geht eigene Wege. Pour nous, le dialogisme du film ne semble pas s'appuyer sur les ethos moqueurs et péjoratifs qui caractérisent l'ironie. Il serait plutôt basé sur un ethos ludique et neutre, propre à certaines manifestations de la parodie, dans lesquelles la distanciation critique entre les textes parodiens et les textes incorporés comme arrière-fond, ne fonctionne pas nécessairement d'une manière préjudiciable aux textes parodiés. Nous serions en présence dans El Bruto d'une parodie qui n'attaque pas ouvertement le modèle parodié, mais plutôt qui s'approprie dans d'autres fins. Also im Film ist es so, also dieser ganze Dialoge oder diese Dialogbereitschaft, da geht es also nicht jetzt um so ein Ethos, das sich lustig macht oder auch die Dinge abwertet, was normalerweise charakteristisch für die Ironie ist, sondern bei Buñuel geht es also eher um ein spielerisches oder auch neutrales Ethos, so wie es den gewissen Formen der Parodie eigen ist und wo also die kritische Distanz zwischen dem Text, der parodiert wird, und den Text, der dann also noch in diesen Text mit aufgenommen wird, wird es so gemacht, dass das also dem parodierten Text nicht schadet. Und bei El Bruto geht es also um eine Parodie, die also nicht offen das parodierte Modell angreift, sondern sich das Ganze aneignet und ummodelt für die eigenen Zwecke. Même si certains aspects du film montrent un traitement propre à l'antiphrase, composante centrale de l'ironie, par exemple un plan de la Vierge de Guadeloupe, quand Ravelli en arrière fait découvrir dans un abattoir au milieu de quartiers dépecés de viande, ou les commentaires optimistes du personnage de El Bruto, à un moment donné il dit « Que chulo es México », prononcé devant des débris désolants des maisons démolies, la parodie ici n'a pas systématiquement recours à la ridiculisation des personnages ou du genre, et on ne perçoit pas une intention de dévalorisation. Also gewisse Aspekte des Films, die kommen so daher, so wie die also der Antisatz behandelt wird. Und es ist ja also ein zentrales Element der Ironie. Ich erinnere nur an eine Szene, also mit der Jungfrau von Guadeloupe. Da gibt es also so, wo die Kamera so nach hinten fährt. Und dann sieht man einen Schlachthof und man sieht auch, wie das Fleisch also auseinandergenommen wird. Und gleichzeitig gibt es aber diesen doch sehr optimistischen Kommentar, also wie dreist, wie frech doch Mexiko ist. Und dieser Kommentar, der wird von Pedro El Bruto gemacht, und das also genau vor den Häusern, die also gerade abgerissen wurden,
Und da sieht man also, dass es in dieser Parodie nicht so wie üblicherweise um die Lächerlichmachung der Figuren oder des Genres geht. La subtile distanciation que le regard de Buñuel propose ne produit pas un rire mordant, mais plutôt un sourire de reconnaissance du modèle qui tout au long du film est soumis à plusieurs torsions. Also Buñuel distanziert sich also nur sehr mit seinem Blick nur sehr subtil von dem Ganzen. Also man hat nie das Gefühl, dass es jetzt so ein ätzendes, beißendes oder sadistisches, satirisches Lächeln ist, sondern vielmehr ist es ein Lächeln, das das Modell im ganzen Film über anerkennt, dann aber doch so langsam in eine andere Richtung geht und den Blick ja, mehrmals in eine andere Richtung lenkt. Mais ce n'est pas toutefois cette lecture qui a dominé parmi la critique spécialisée. La récupération du mélodrame qui effectue le film n'a pas joué en sa faveur et au moment de sa sortie, la critique lui réserva une condamnation quasi unanime. Jetzt, das, was ich eben beschrieben habe, das ist aber nicht das, was die Kritik mehrheitlich gesagt hatte. Vielmehr ist der Film, als er herauskam, durchweg verrissen worden. Ce jugement continue à circuler aujourd'hui, et ce malgré l'opinion de Kirou, qui parlait de El Bruto comme un mélodrame sublime, dans lequel les éléments du genre se chargent d'une intensité et profondeur surréaliste, ou celle de Bailey, qui en réagissant à l'usage péjoratif du qualificatif manichéen, précise, je cite, manichéen, soit, mais à l'état pur. Et conclut son évaluation enthousiaste de El Bruto comme la quintessence du film noir. Ja, und diese Negative, also diese Verrisse, von denen ja ursprünglich die Rede war, das hat sich so festgesetzt und es gibt nur wenige Kritiker, die anderer Ansicht sind. Zum Beispiel also Kirou, der 1962 sagte, El Bruto, das ist also ein sublimes Melodrama und dort, also wenn Elemente, also die sind so stark und ansprechend, dass man also von surrealistischer Dichte und Tiefe sprechen könnte. Oder Bailey, also ein anderer Kritiker, der sagte 1963 und er hat sich also gegen dieses abwertende, pejorative und manichäistische der Kritik gewehrt und gesagt, ja, es mag sein, zugegeben manichäistisch, ja, aber im Reinzustand und sagt, und seine Bewertung des Films fällt sehr begeisternd aus und er sagt, also für ihn ist El Bruto die Quintessenz des Film Noir. Mais ces opinions ont été des exceptions parmi la critique intellectuelle ou la critique de gauche. Nino Gelli, par exemple, juge que les effets spectaculaires les plus grossiers sont utilisés dans le film dans le seul but de provoquer un choc sur le public. Ja, und wie gesagt, also diese drei Kritiker, die hier zitiert worden sind, das sind Ausnahmeerscheinungen. Also, und dann gibt es Nino Gelli, einen anderen Kritiker, der der Ansicht ist, dass also diese spektakulären Effekte und also so die offensichtlichsten und auch die werden in dem Film benutzt, nur um das Publikum möglichst unter Schock zu setzen. Le contexte vaguement social de l'action dramatique n'est qu'un prétexte au service des contrastes mélodramatiques. Ja, und dann hat er also so sozusagen als Resümee des Ganzen, sagte er, also der soziale Kontext, der ist also ja nur eigentlich untergeschoben, wichtig ist und ist eigentlich nur ein Vorwand, um die melodramatischen Kontraste noch stärker hervorzuheben. Bon, je vais sauter la critique du prochain, de Buache, parce que ça, il abonde dans le même sens.
Hein, plus proche de nous, en 2017, hein, c'est, il y a encore des gens qui écrivent d'articles sur ce film. Il y a un auteur qui s'appelle Juan Pablo Silva qui affirme que le film, après s'être approché de façon juste aux deux formes de subjectivité populaire qui s'y trouvent, soit celle de la résistance collective représentée par des locataires exploités et celle de l'obéissance et le servilisme représenté par Pedro el Bruto, réduit sa portée sociale ou politique à une série de relations sentimentales basées sur un triangle mélodramatique, un triangle amoureux. Ja, also ich wollte jetzt nicht alle Kritiker, also ich hatte noch einen weiteren Kritiker aufgeführt, Freddy Wash, aber die gehen ja alle mehr oder weniger in die gleiche Richtung, also den überspringe ich jetzt. Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass also wir sind ja jetzt schon ja, über das Jahr 2020 hinaus, dass immer noch Artikel zu Buñuel-Filmen erscheinen. Und in einem Artikel aus dem Jahr 2017 sagt Juan Pablo Silva, dass der Film, also nachdem er sich also den subjektiven Ausdrucksformen, den populären subjektiven Ausdrucksformen genähert hätte, und zwar hebt er zwei dieser Ausdrucksformen besonders hervor. Einerseits also den kollektiven Widerstand und für diesen kollektiven Widerstand stehen im Film die ausgebeuteten Mieter und dann auf der anderen Seite also der Gehorsam und fast schon die Unterwürfigkeit von Pedro el Bruto. Und das reduziert also so seine soziale oder politische Tragweite. Und es gibt welche, die dann, oder er sagt, dass die wichtiger sind die Gefühlsbeziehungen und die auf einem emotionalen oder einer Dreiecksbeziehung beruhen. Okay. J'espère montrer au cours de cette présentation pourquoi je... On n'est pas d'accord avec justement ces critiques. Ja, und im Lauf des Vortrags werde ich auch noch zeigen, warum ich mit dieser Kritik nicht einverstanden bin. Oui, je crois que les mélodrames et les comédies que Buñuel a réalisé au Mexique, hein, c'est 20 de ces 32 films ou plus. Et sa production commerciale aussi qu'il a réalisée en Espagne des années 30, dans la compagnie Filmofono, malgré les déclarations ambiguës, témoigne de l'attraction du réalisateur pour les formes du cinéma conventionnel et anticipe la revalorisation de la culture de masse et de la culture populaire dans notre postmodernité. Also ich glaube ja, dass die Melodramen und Komödien, die Buñuel in Mexiko gedreht hat, einschließlich seiner kommerziellen Filme, die er im Spanien der 30er Jahre gedreht hat. Er hatte auch eine eigene Produktionsgesellschaft namens Filmofono. Und all diese Produktionen, die zeugen davon, dass trotz der zum Teil sehr ambivalenten offiziellen Erklärungen des Filmemachers, er doch auch sich zu dem konventionellen Kino hingezogen fühlte und dadurch auch so etwas wie eine Aufwertung der Massenkultur oder der Volkskultur in der Postmoderne vorwegnahm. Mm-hmm. Je vais lire une petite citation de Buñuel concernant justement son rapport avec ce film conventionnel. Il dit, en France, aux États-Unis, il y a des réalisateurs importants. Ils choisissent leur sujet, leurs acteurs. Moi, au Mexique, je fais ce que l'on me propose. Enfin, je choisis le moins mauvais de ce qu'on me propose. J'ai seulement quelques tabous, hein, quelques tabous. Pas d'apologie de la religion,
de la famille, de la patrie. C'est ma façon d'être fidèle à moi-même. Mais je ne me considère pas déshonoré par un mélodrame conventionnel. La convention même me permet de garder mes distances mieux que la fausse liberté de certains films français. Ja, und ich habe jetzt also ein Zitat von Buñuel selbst, wo er also so seinen Bezug zu seinem Filmschaffen erläutert. Und das lautet folgendermaßen, also in Frankreich, in den USA, gibt es wichtige Filmemacher und die wählen selbst ihre Themen, ihre Schauspieler. Ich in Mexiko mache das, was man mir vorschlägt. Das heißt also, ich wähle das aus, was am wenigsten schlecht oder nicht so schlecht ist von dem, was man mir vorschlägt. Ich habe allerdings ein paar Tabus und die sind, es gibt keine Apologie der Religion, der Familie oder des Vaterlandes. Und es ist meine Art der Treue mir gegenüber. Und ich fühle mich also auch keineswegs entehrt, wenn ich mich für ein konventionelles Melodrama entscheide. Diese Konvention, das erlaubt mir also Distanz zu wahren. Und das ist allemal besser als die falsche Freiheit bestimmter mexikanischer Filme. Il faudrait dire que les critiques négatives n'ont pas empêché la popularité du film. Ja, und all diese Verrisse, die ich ja referiert habe, die haben also der Popularität des Filmes nicht geschadet. D'autres films de Buñuel ont été beaucoup moins populaires, des films expérimentaux comme Ensayo d'un crimen ou Elle ou El Ángel Exterminador. Ja, und es gab andere Filme, die waren viel experimenteller. Ich führe hier noch drei auf, also Ensayo de un Crimen, El, Er oder Der Würgerengel. Mais El Bruto correspond ou correspondait pleinement à l'horizon d'attente du public mexicain friand de mélodrames. Ja, aber El Bruto hat genau die Erwartungen der Mexikaner, die sie an das Melodram, an das Melodrama stellten, erfüllt. Et c'est pour ça que les producteurs se sont les producteurs ont utilisé tout le attirail publicitaire pour mettre en évidence les éléments les plus spectaculaires du mélodrame sentimental, comme on peut le voir dans cette affiche. Ja, und es war auch zu erwarten, dass der Film ein kommerzieller Erfolg würde, wurde auch die Werbetrommel kräftig gerührt. Und es ging, und das sehen Sie ja hier auf dem Foto, drum, dass man also so das, die melodramatischen Aspekte noch besonders hervorhebt. Mais mis à part la fonction publicitaire de l'affiche, il oriente en même temps le spectateur vers une lecture unidirectionnelle, monologique du film. Ja, es ist aber so, dass dieses Plakat und auch so, wie die Werbung gemacht worden ist, den Zuschauer schon in eine ganz bestimmte so Einbahnstraße, also in eine Richtung hin beeinflusst hat und auch so eine Art monologistische Form. Mais l'effet de lecture qui peuvent éprouver les spectateurs devant ce film est fort différent à celui qui leur procure le visionnement de films mexicains, des films de l'industrie mexicaine à la même époque. Une question d'effet de lecture qui est différent. Ja, aber die Wirkung dieser Lektüre, die jetzt die Zuschauer erfahren können, die ist eine ganz andere als die man normalerweise hat, wenn man also die klassischen mexikanischen Dramata sich ansieht, wie sie damals üblich waren. Je veux parler dans la présentation de deux aspects principalement. La subversion de la composante idéologique, traditionnellement associé au genre,
et le travail de récupération de l'esthétique mélodramatique de l'excès. Und jetzt das, was bei Buñuel anders ist, da möchte ich also zwei Aspekte besonders hervorheben. Das ist zum einen also die Subversion, also die Umkehrung oder in eine andere Richtung lenken der ideologischen Komponente, die man also traditionell mit diesem Genre assoziiert. Und dann die Arbeit, also so diese sich wieder an des sich wieder aneignens ein der Ästhetik des Exzesses im Melodrama. Je m'inspire de la réévaluation que le mélodrame a subi depuis quelques années grâce entre autres aux écrits de Peter Brooks et de l'intérêt théorique croissant pour l'importance de la dimension affective des textes dans ce qu'on appelait le tournant affectif. Ja, und bei meiner Neu, also bei dieser Interpretation, stütze ich mich auf die Neubemertung, die das Melodrama in den seit einigen Jahren erfährt. Und das kann man vor allem an den Schriften von Peter Brooks festmachen. Und es gibt auch oft von theoretischer Seite her ein wachsendes Interesse für die Bedeutung und die affektive Dimension dieser Texte. Daher wird also auch in der Fachliteratur von so einem affektiven Wendepunkt gesprochen. Là, je saute quelques grâce à l'usage particulier que le film fait de l'esthétique de l'excès dans plusieurs scènes, il récupère une veine expressionniste qui possédait déjà le genre dans ses origines théâtrales depuis la fin du XVIIIe siècle. Und jetzt dank des sehr eigenen Gebrauchs, die der Film von dieser Ästhetik des Exzesses in verschiedenen Szenen macht, knüpft er auch an eine expressionistische Form an, die das Genre schon und auch da ist auch die Nähe zum Theater des 18. Jahrhunderts zu erkennen. Par l'exagération dans la manifestation des sentiments et les passions qui sont poussées jusqu'au paroxysme, comme vous allez le voir chez le personnage de Paloma, Buñuel échappe au traditionnel effet de réalité, laissant ouvert la possibilité d'une lecture qui signale la conventionnalité même du film sans pour autant détruire le plaisir du spectateur. Ni affecter la production de ces effets dramatiques. Also Buñuel geht so weit, dass er also diese Gefühle und Leidenschaften bis zum Höhepunkt treibt. Und das kann man vor allem bei der Figur der Paloma sehen. Buñuel entzieht sich dadurch auch also dem sogenannten Realitätseffekt und lässt also Raum für eine Eigenlektüre, die zwar einerseits also die Konventionalität des Filmes hervorhebt, aber dem Zuschauer nicht das Vergnügen nimmt. Also er kann sich auch an der Produktion dieser dramatischen Effekte erfreuen. Mais le film va aussi exploiter d'autres éléments potentiellement transgressifs contenus dans le genre. Malgré le schématisme moral mis au service de la doxa qui le caractérise. Und dem Film, also das hindert ihn aber nicht daran, also auch diese diese grenzüberschreitenden Elemente hervorzuheben, die auch in der Gattung enthalten sind und die reine Lehre sagt zwar immer, also es gibt diesen moralische Schemata in Gut, Böse, aber daran hält er sich nicht. Il est connu que toute l'économie symbolique, toute la machine argumentative du mélodrame a pour but ultime l'exaltation des pouvoirs et des effets de la vertu.
Man weiß ja mittlerweile, also das, was die, symbolische Ökonomie des Melodramas anbelangt, auch die ganze Argumentationskette letztlich zum Ziel hat, die Wirkungen und die Überzeugungskraft der Tugend hervorzuheben. D'après Brooks, les objectifs moraux du mélodrame, il se réfère au mélodrame théâtral classique, rendent tout à fait légitime le contraste absolu entre le mal et le bien, et justifient aussi l'extraordinaire déploiement des moyens d'expression. Also Brook zufolge ist es ja so, dass die moralischen Ziele des Melodrams es absolut für legitim halten, damit der absolute Kontrast zwischen Gut und Böse noch stärker hervortritt, dass man ja alle möglichen Ausdrucksmittel zur Geltung bringt. Ainsi, plus le malheur sera accompagné d'une grande souffrance, plus imposantes spectaculaires seront à la fin la réhabilitation et la reconnaissance de la vertu, ces moments sublimes de l'étonnement qui, d'après l'auteur Brooks, constituent l'essentiel de l'esthétique du mélodrame. Also, es ist so, je größer das Leid und je größer das Unglück und umso spektakulärer wird also zum Ende des Melodramas die Rehabilitierung und auch die Anerkennung der Tugend sein. Und das ist also der sublimste Moment des Staunens. Und genau das macht den Wesenskern der Ästhetik des Melodramas aus. Cependant, et ici c'est intéressant pour Buñuel, Brooks constate que bien que la raison d'être de la représentation du vice soit la réprobation et le sentiment de culpabilité qui l'accompagne, ce qui fascine le plus le spectateur sont justement les moments où règne le mal, les moments où le vice est maître. Brooks stellt aber auch fest, dass wenngleich also das Laster oder die Darstellung des Lasters ja oft also auch mit Schuldgefühlen oder Ablehnung einhergeht, nichtsdestotrotz die Zuschauer am fasziniertesten sind von den Momenten, wo also wirklich das Böse regiert oder wo das Laster die Hauptrolle spielt. C'est donc la structure même du genre qui permet la perméabilité ou la réversibilité de sa fonction morale. Et c'est cette opération, croyons-nous, que le mélodrame buñuelien illustre de façon exemplaire. Und diese soeben beschriebene Struktur erlaubt aber auch eine gewisse Durchlässigkeit und auch eine Umkehr seiner moralischen Funktion. Und meines Erachtens oder unseres Erachtens ist dieser Vorgang genau das, was also das Melodrama von Buñuel vorbildhaft illustriert. Dans El Bruto, la performance de l'actrice Cathy Jurado, jouant Paloma, est une manifestation de l'esthétique de l'excès. Elle perturbe le bon goût bourgeois fondé sur la modération des sentiments et le contrôle des passions. Also in El Bruto ist ja die Rolle, die die Schauspielerin Cathy Jurado spielt, und sie spielt die Paloma, und sie illustriert also bestens diese Ästhetik des Exzesses, und diese Ästhetik führt dazu, dass der gute bürgerliche Geschmack, der ja also auf Mäßigung der Gefühle und der Kontrolle der Leidenschaft basiert, dass der gestört wird. À travers le personnage, le film s'ouvre à l'exhibition du vice.
c'est-à-dire le péché dans un contexte de morale religieuse. Le spectateur est confronté à l'image d'un corps qui respire le désir et la volupté. Und mittels dieser Person oder dieser Filmfigur öffnet sich der Film ja auch also für die Darstellung des Lasters. Und hier heißt Laster die Sünde, und zwar in einem religiös-moralischen Kontext. Der Zuschauer wird also konfrontiert mit einem Körper, der begehrt, der Wollust verspürt. Depuis les premières scènes, Paloma pousse la convention à sa limite par la théâtralité de sa performance. Les gros plans de son visage, par exemple, ses dents blanches et lèvres charnues mordant en grains de raisin, activent une lecture affective du film et évoquent l'optique malicieuse avec laquelle Buñuel aborde ce qu'il appelle la secrète tension entre le plaisir et le péché. Ja, und Paloma ist also eine Schauspielerin, also die ihre Rolle mit großer Theatralik spielt. Man sieht also Großaufnahmen von ihrem Gesicht, man sieht also ihre weißen Zähne und vor allem also ihre fleischlichen Lippen, wie sie gerade in eine Traube beißen. Und dadurch wird natürlich so, das appelliert an die Gefühle der Zuschauer. Und wird auch das geweckt, was also die Sinnlichkeit wird dargestellt. Si bien Paloma correspond à la figure mélodramatique codée de la méchante femme, l'incarnation de la cruauté implacable, de la méchanceté sans remords, comme on voit dans L'Incipit, où elle suggère d'éliminer les leaders de la résistance à l'éviction, elle n'est cependant pas un personnage lisse. Also Paloma entspricht ja eigentlich also vorbildhaft diesem melodramatischen Figur der bösen Frau. Das heißt, also sie ist wirklich von unerbittlicher Grausamkeit, ist böse und hat keine Reue. Und das sieht man also ja schon am Anfang, wo sie die Führer des Widerstandes einfach eliminiert. Observée sous un autre angle, elle peut être aussi considérée comme une femme qui lutte à sa manière pour s'affirmer dans un contexte de pouvoir patriarcal. Elle a une sensualité franche et gère par elle-même les décisions concernant son corps et sa sexualité. En ce sens, elle va à contre-courant des modèles féminins de bonne manière promus par les discours dominants mexicains. Man könnte Paloma aber auch aus einer anderen Perspektive sich ansehen und könnte sie für eine Frau halten, die auf ihre Art und Weise kämpft und sich in einer patriarchalischen Gesellschaft behaupten. Also sie hat eine freie Sinnlichkeit und alles, was also ihren Körper und ihre Sexualität ausmacht, das bestimmt sie selbst und ist damit, bewegt sich damit gegen den Strom, damals gegen Anstand und Wohlverhalten, wie es damals in Mexiko offiziell propagiert wurde. Avec El Bruto, Buñuel pousse jusqu'à la limite la possibilité que possède le genre de libérer des pulsions habituellement réprimées, ce qui nous permet d'associer le film à la réflexion de Brooks concernant la force subversive qui porte en soi le mélodrame. Also, es ist ja so, mit El Bruto verschiebt Buñuel die Grenzen oder die lotet Buñuel die Grenzen dieses Genres aus und befreit also Pulsionen oder Gefühlsregungen, die normalerweise unterdrückt sind. Das heißt aber auch, dass wir diesen Film in Bezug setzen können zu der Überlegung von Brooks hinsichtlich der subversiven Kraft, die im Melodrama steckt.
Pour lui, là je cite, la rhétorique du mélodrame représente une victoire sur le refoulement. Ce refoulement peut être envisagé sous ses aspects sociaux, psychologiques, historiques et conventionnels. Ce qui ne pouvait se dire sur une scène antérieure et encore sur une scène plus noble et à l'intérieur des codes de la société. L'articulation du mélodrame rompt les barrières du principe de réalité avec tout ce qu'il comporte de bienséance et de modulation. Le désir crie tout haut son langage et revendique la jouissance de l'intégrale. Ja, und jetzt nochmal zurückzukommen auf dieses Zitat von Proust. Er sagt, die Rhetorik des Melodramas stellt an sich schon einen Sieg über die Verdrängung dar. Und diese Verdrängung, die kann man also sich anschauen unter ihren sozialen, psychologischen, historischen und konventionellen Auswirkungen. Was man über die vorangegangene Szene sagen konnte und noch über eine andere sehr noble Szene, das spielt sich also alles in den gesellschaftlichen Konventionen ab und das Melodram bricht aber mit diesem Realitätsprinzip, weil es sich mit allem, was es an so an Anstand und dem guten Ton mit sich bringt. En poussant les choses plus loin et dans un élan de récupération plus actuel du mélodrame, on pourrait considérer l'irruption de la corporalité de Paloma, l'exagération de ses gestes corporaux et ses cris sur l'écran, comme une illustration des observations de Michaela Ott sur ce qu'elle appelle le mélodramatique, à savoir une expression dans laquelle des sujets traditionnellement marginalisés du champ de la représentation, spécialement les femmes, forcent ou mettent en tension les textes pour matérialiser une présence qui se manifeste principalement à travers les affects, les langages affectifs du corps, ou ce qu'elle appelle, en suivant Kristeva, le prélinguistique. Ja, und wenn man also jetzt noch ein bisschen weiter geht und guckt, wie also man sich wieder diese neue Aspekte des Melodramas erschließt, könnte man also so diese ganze Körperlichkeit von Paloma, die Übertreibung ihrer Geste und ihrer Schreie auf der Leinwand auch als Illustration der Beobachtungen von Michaela Ott über das Melodramatische sehen. Und zwar sagt sie, das Ganze ist ein Ausdruck, wo traditionell marginalisierte Personen, also die nicht an der Repräsentation teilnehmen, jetzt doch wahrgenommen werden. Und zwar vor allen Dingen durch die Körpersprache und durch die Affekte. Il s'agit de ces expressions parfois inconscientes, maladroites ou hystériques, auxquelles Ott attribue une valeur politique, celle d'aborder des thèmes impossibles à articuler dans d'autres espaces de représentation. Ja, und dabei geht es also vor allem um unbewusste, ungeschickte, manchmal also auch hysterische Körperreaktionen. Und Ott schreibt diesen Reaktionen einen politischen Wert zu. Und zwar den, dass hier etwas artikuliert wird, was in anderen Räumen der Repräsentanz unterdrückt wird. Mais les éléments transgressifs ne concernent pas exclusivement le personnage de Paloma. La construction du personnage de El Bruto recourt aussi dans plusieurs scènes du film à l'esthétique de l'excès. Ja, und in diesem Film El Bruto ist aber nicht nur Paloma diejenige, die die Gatto, also die transgressiv ist, sondern auch El Bruto. Da gibt es mehrere Szenen in dem Film, wo man die Ästhetik des Exzesses nachweisen kann.
L'un des principaux attributs de la représentation du personnage est la force et la violence. Et dans une première lecture, il peut être assimilé au stéréotype du vilain de mélodrame. Il tue Don Carmelo, intimide une voisine de l'immeuble qu'il menace de... il menace aussi de battre son bébé, gifle Paloma au sang et finalement tue Don Andrés, son patron et père inavoué. Ja, und bei El Bruto kann man auch sagen, also da gibt es eine Ästhetik des Exzesses. Er verkörpert ja wie kein anderer die Gewalt und bei einer ersten oberflächlichen Lektüre könnte man ihn also als den Bösewicht des Melodramas charakterisieren. Er tötet Don Carmelo, schüchtert eine Nachbarin in diesem Haus ein, droht ihr sogar, ihr Kind zu schlagen, ohrfeigt Paloma und tötet zum Schluss Andrés, seinen Vorgesetzten und auch den uneingestandenen Vater. Mais de la même manière que Paloma et tous les personnages du film, son développement brouille les frontières rigides entre le bien et le mal, relativisant l'opposition manichéenne. Ja, und bei ihm, bei Paloma und auch noch bei anderen Figuren des Films, da werden also die an sich sehr strikten Grenzen zwischen Gut und Böse aufgeweicht und verwischt. Pedro est un personnage plus nuancé de ce qu'il paraît de prime abord. Il semble être pris de tendresse lorsqu'il se rappelle son enfance et sa relation avec Meche le rachète. Il ne s'agit pourtant pas d'une rédemption d'inspiration religieuse, comme c'est le cas dans les films mexicains de l'époque. Also Pedro ist auch, also das ist eine Figur mit mehr Nuancen, als es auf Anhieb erscheint. Er wird sehr zart oder auch weich, wenn er von seiner Kindheit redet, seiner Beziehung zu Mädchen. Und es geht auch nicht jetzt um eine Erlösung im religiösen Sinne, wie das damals im mexikanischen Film üblich war. À travers son amour pour Meche, qui est à deux reprises sa victime, Pedro découvre une réalité qui jusque-là lui était complètement étrangère et indifférente et lui fait changer d'attitude. Ja, und über seine Liebe zu Mädchen, die ja doppeltes Opfer von ihm ist, also einerseits hat sie den Tod seines Vaters verursacht und auch die Nachbarn eingeschüchtert, einschließlich Mädchen, entdeckt Pedro eine Realität, die er vorher nicht kannte. La subjectivité de Pedro correspond à celle du sujet obéissant et respectueux de sa position subalterne. Il va encore plus loin dans sa soumission au pouvoir du capitaliste Don Andrés, en acceptant sans aucun questionnement devenir son homme de main et violenter d'autres pauvres comme lui. Ja, und Pedros Subjektivität, die entspricht also voll und ganz der eines gehorsamen und Subjektes, das auch seine subalterne Position voll und ganz akzeptiert. Er geht sogar noch einen Schritt weiter, also er unterwirft sich voll und ganz Don Andrés und wird sein Handlanger. Und ja, übt Gewalt gegenüber denen aus, die genauso arm wie er sind. Son attitude de subordonné soumis est marquée par un respect illimité pour Don Andrés, visible à travers la parole et la gestuelle. Mais ce mécanisme qui le subjectivise sont désactivés peu à peu dans le film pour déboucher violemment vers la fin sur la scène de l'assassinat d'Andrés,
son patron et père. Ja, also und seine Unterwerfung unter Don Andrés, die kennt also keine Grenzen, und man merkt das also sowohl in den Worten als auch in den Gesten. Und im Laufe des Films wird aber diese Unterwerfung, diese Gesten der Unterwerfung, die werden unterminiert und enden schließlich in der Szene, wo Andrés sein Vorgesetzter und Vater ermordet wird. Des sujets instrumentalisés et obéissants de l'ordre bourgeois, Pedro devient un sujet qui enfreint la loi et facilite indirectement la justice pour les exploiter avec son acte, transforme sa position de sujet dans un acte de Desidentification. Also es ist so, und Pedro war ja am Anfangs, also hat er sich dieser bourgeoisen Ordnung voll und ganz gebeugt, und allmählich im Verlauf des Filmes wird er aber zum Gesetzesbrecher und bereitet damit die Gerechtigkeit gegenüber den Ausgebeuteten vor. Und so wird also und somit wird dieser Akt also auch zu einem Akt der Entidentifizierung. De cette façon, l'intrigue amoureuse, sentimentale, nous apparaît tressée avec l'intrigue sociale. Und es ist so, dass hier die das emotionale Drama ganz eng verbunden ist mit der sozialen Thematik. Donc le conflit social est bien plus qu'un arrière-plan au service du développement de l'intrigue amoureuse, aux notes de mélodramatique, comme le prétendaient les critiques citées au début. Und unserer Meinung nach ist also dieser soziale Konflikt also nicht nur sowas wie der Hintergrund dieser Liebesgeschichte mit melodramatischen Effekten, wie das die eingangs zitierten Kritiker behauptet haben. Il s'agit plutôt de deux intrigues interdépendantes, interconnectées, qui se déroule en alternance et qui se croise nombre de fois tout au long du film. Also hier geht's also um zwei Handlungsstränge, die sind also voneinander abhängig, sind miteinander verbunden und werden also auch abwechselnd aufgegriffen und überschneiden sich häufig im Laufe des Films. Le plus spectaculaire de ces croisements se produit grâce à un mécanisme spécifiquement mélodramatique, la rencontre fortuite de la jeune fille avec le meurtrier de son père, tous deux ignorant leurs identités respectives. Ja, und die spektakulärste oder auffälligste dieser Überschneidungen, die ereignet sich aufgrund eines spezifischen melodramatischen Effektes. Und zwar ist das also die Zufallsbegegnung des jungen Mädchens mit dem Mörder ihres Vaters, wobei die beiden also nicht wissen, wer der andere ist. Und für den Zuschauer ist dieser melodramatische Mechanismus des Films, der beruht darauf, dass der Mann, den sie liebt und den sie beschützt, also eigentlich der sein könnte, der sein müsste, den sie am meisten hasst. Pour le spectateur, le mécanisme mélodramatique que le film active repose sur le fait de savoir que l'homme qu'elle aime et qu'elle protège est celui qu'elle est le plus en droit de haïr. Ich hatte das schon vorweggenommen, also jetzt haben wir es einfach mal on a préféré changer le rôle, mais voilà. Vous avez avancé, oui. Ok, d'accord. Mais maintenant, on va sauter un peu parce que je crois que ça commence à devenir un peu long. Also ich überspringe jetzt so ein paar Passagen, weil ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen lang.
Le film contient tous les ingrédients du mélodrame mexicain de Faubourg, si populaire dans le Mexique de l'époque. Also der Film hat ja alle Ingredienzen oder alle Zutaten des Vorstadt-Melodrams in Mexiko, so wie es damals sehr beliebt war. Toutefois, le caractère conformiste et d'autocommisération des pauvres souffrants, des basses chrétiens, typique de ce genre de film, par exemple des films mexicains de l'époque comme Nosotros los Pobres, contraste avec le traitement du conflit social qui nous présente El Bruto. Ja, und alles, was also dieses mexikanische Melodram der 40er Jahre charakterisierte, wie also das Selbstmitleid oder das Mitleid mit den Armen und den Armen im christlichen Sinne verstanden und so wie es zum Beispiel in dem Film Wir die Armen von Ismael Rodriguez zum Ausdruck kommt, steht in scharfem Kontrast zur Behandlung des sozialen Konfliktes, so wie er in El Bruto geschieht. Le film construit un sujet populaire collectif avec une conscience de sa subalternité et avec un sens de la communauté, prêt à faire face à la menace du pouvoir bourgeois et de la loi, représentée respectivement par les propriétaires de l'immeuble, Andrés Cabrera, par les avocats, les fonctionnaires et les policiers. Also c'est so. Und in dem Film wird ein kollektives, aus dem Volk stammendes Subjekt gezeigt, das ein Bewusstsein über sein subalternes Dasein hat, aber auch ein starkes Gemeinschaftsgefühl und bereit ist, die bourgeoise Macht und das Gesetz herauszufordern, so wie es der Besitzer des Mietshauses Andrés Cabrera verkörpert, sowie die Anwälte, Beamte und Polizisten. Okay. D'autre part, loin de l'idéalisation de l'univers des pauvres, Buñuel nous présente parmi les membres de la famille de l'épouse de Pedro un faux handicapé, un frère profiteur et honté, et une mère qui est loin du modèle d'abnégation et vertu chrétien des mères du cinéma mexicain. Ja, und Buñuel verklärt keineswegs die Welt der Armen und zeigt also in der Familie von Pedros Ehefrau einen falschen Behinderten, einen Bruder, der ein schamloser Ausbeuter ist und eine Mutter, die alles andere als die sich selbst aufopfernde Mutter ist, so wie sie typisch ist für das mexikanische Kino aus dieser Zeit. On est donc loin de la représentation de la cellule familiale comme modèle pédagogique de bonne conduite. Also man ist weit entfernt von ja, also so der Familie als pädagogisches Modell exemplarischen Verhaltens. Les discours et les pratiques d'interpellation par lesquelles la société modèle ses sujets échouent de manière incontestable dans le film. La loi dans tous ses sens, loi du père, loi juridique, loi morale, n'est pas appliquée. L'ordre social altéré, au début, n'est pas rétabli au dénouement. Also die vorbildhafte oder modellhafte Gesellschaft, die kommt bei Buñuel nicht zum Tragen. Das Gesetz, also sei es das Gesetz des Vaters, sei es die Justiz, sei es das moralische Gesetz, wird nicht kommt nicht zur Anwendung. Und die soziale Ordnung, die ja zu Beginn des Filmes geändert wurde oder sich änderte, die wird am Ende des Films nicht wiederhergestellt. En dessous la superficie de ce mélodrame en apparence banal et sentimental, Buñuel, comme dans Los Olvidados, nous présente une image assez critique de la société mexicaine. Also
unter der Oberfläche dieses Melodramas, das ja also erstmal banal und auch sehr auf die sehr rührselig daherkommt, präsentiert uns Buñuel, wie bereits in Los Olvidados, ein ziemlich kritisches Bild der mexikanischen Gesellschaft. Du point de vue de la construction de la subjectivité masculine, aucun des hommes du film ne représente un ordre symbolique fort qui est propre du discours masculin mexicain. Ja, und wenn man sich einfach mal anschaut, wie Männlichkeit konstruiert wird, dann hat keiner der Männer dieses Films steht für eine oder verkörpert eine starke symbolische Ordnung. Le vieil Andrés n'est plus l'objet sexuel de son amante Paloma et sera substitué par Pedro dans le travail sale et le plaisir de la chair. Ja, und der alte Andrés, der ist also nicht mehr das Sexualobjekt seiner geliebten Paloma. Er wird von Pedro ersetzt, und zwar ersetzt sowohl bei der Drecksarbeit als auch bei den Vergnügungen des Fleisches. De son côté, le père d'Andrés, encore plus vieux que lui, est au bord de la démence. Des trois générations d'hommes de même descendance qui sont représentés dans le film, Pedro, Andrés et le grand-père Pepe, aucun ne correspond à une figure exemplaire, modèle à suivre ou écho positif, tel un Pepe el Toro de la trilogie mexicaine des films de Faubourg, Nosotros los pobres, Ustedes los ricos et Pepe el Toro. Ce sont les trois films les plus populaires des mélodrames de Faubourg dans les années 50. Ja, und wenn man jetzt also sich diese drei Generationen von Männern anschaut, dann kann man sagen, dass der Vater von Andrés, der also der älteste von allen ist, also am Rand der Demenz ist. Und diese drei Generationen von Männern, Pedro, Andrés und der Großvater Pepe, die sind alles andere als Vorbildfiguren oder Modelle, nachahmenswerte Modelle, positive Helden, so wie zum Beispiel Pepe el Toro in der mexikanischen Trilogie. Mm-hmm. Là, on va faire un saut encore. Alors, on passe au le schématisme manichéen avec lequel les stéréotypes jouent dans le mélodrame mexicain et qui vont habituellement servir ce que Umberto Eco appelle idéologie de la consolation, subit dans le film de Buñuel une révision importante. Ja, und dieses eingangs erwähnte Gut-Böse oder dieses manichäistische Schema, das normalerweise die Stereotypen des Melodramas kennzeichnet und das, was Umberto Eco die Ideologie des Trostes nennt, wird hier völlig umgekehrt. Le personnage devient ambigu. Et ils répondent à ce principe de transversement du bien dans le mal et le mal dans le bien que l'on retrouve dans un grand nombre de films de Buñuel. Ja, und die Figuren an selbst, also die werden sehr ambivalent und entsprechen eher einem Prinzip, also da, wo das Böse ins wo das Gute ins Böse übergeht und das Böse ins Gute. Und dieses Prinzip oder diese, das findet man in vielen von Buñuels Filmen. Meche, par exemple, le personnage de Meche, qui incarne la pureté et l'innocence de la jeune fille virginale, met en doute le code moral du mariage en tant que seule voie à suivre pour exercer sa sexualité. Ja, und jetzt auf die Romanfiguren umgemünzt, dann ist Meche zum Beispiel, die verkörpert zwar die Reinheit und Unschuld einer
jungen Jungfrau, wird aber gleichzeitig, stellt sie die Ehe in Frage und sieht sie nicht als die einzige Möglichkeit, um Sexualität zu leben. Lorsque Meche et Pedro sont en chemin du Tozzi, où ils vont commencer à vivre ensemble, ça c'est une scène que vous allez voir, et tout porte à croire que les deux amoureux ont tout simplement oublié les codes moraux très importants dans le Mexique de l'époque, qui interdit les rapports sexuels hors du mariage, le dialogue l'évoque. Nous allons nous marier, non? Demande la fille. Et Pedro de répondre, oui, tu seras ma femme. Si tu veux, on se marie, sinon, non. Là-dessus, c'est toi qui décides. Ja, also und als Meche und Pedro jetzt unterwegs sind zu ihrer Bude, wo sie jetzt anfangen wollen, zusammenzuleben und alles, oder man glaubt, dass sie schlichtweg also so die moralischen Gepflogenheiten vergessen hätten, also und sexuelle Beziehungen vor der Ehe oder außerhalb der Ehe waren ja seinerzeit verboten, gibt es folgenden Dialog. Werden wir heiraten? Fragt das Mädchen und Pedro antwortet, ja, du wirst meine Frau sein. Wenn du willst, werden wir heiraten, wenn nicht, nicht. Und du bist diejenige, die das entscheidet. Le rappel au code moral, cependant, ne neutralise pas pour autant la transgression qu'on lui fait subir. Ja, und es ist so, dass also diese Erinnerung an die moralischen Gepflogenheiten nicht die Überschreitung dieser Vorschriften neutralisiert. Okay, on passe ici. Oui. Revenons au personnage du Pedro. Je fais des sauts pour aller un peu plus rapidement. Excusez-moi, on m'a dit, est-ce qu'on est, on est encore en retard? Ok, 2 minutes, 3 minutes. Also, wir kommen jetzt zum Ende mit 2-3 Minuten. Okay, on va passer à un des moments clés de la narration mélodramatique. Un peu avant. Oh, oui, vous l'avez? Un des moments clés. Un des moments clés de la narration mélodramatique est celle de la reconnaissance de l'erreur et du repentir. Ja, einer der Schlüssel, melodramatischen Schlüssel ist der, also wo man die Fehler offen zugibt und das Ganze bereut. Ces thèmes dans le cinéma mexicain sont très souvent à la base de la fonction d'éducation morale. Ja, und im mexikanischen Kino geht es ja also wirklich so um die moralische Erziehung und Erbauung. Dans El Bruto, il n'y a pas de repentir causé par un sentiment de culpabilité ou motivé par le désir d'obtenir le salut. Ja, und El Bruto, also da gibt es nie ein Schuldgefühl oder auch ein Gefühl der Reue, schon gar nicht mit religiös motiviert. La séquence où Pedro, ayant reconnu qu'il a commis une erreur et demande pardon à Meche, ne sert pas à véhiculer la morale catholique. Ja, und die Sequenz, also wo Pedro um Verzeihung bittet, also das hat keinen katholischen Hintergrund. Ces paroles ne sont pas inspirées par une culpabilité flagellante. Und seine Worte, also das sind also auch nicht das Ergebnis einer sich selbst kasteienden oder sich kasteienden Schuldgefühls.
El Bruto reconnaît son erreur, mais dans ce cas-ci, ne sert pas à soulever le thème de la culpabilité et du péché. El Bruto erkennt seine Fehler, steht auch dazu, aber ohne dieses ganze, ohne diesen ganzen katholischen Hintergrund. De plus, les autres personnages n'accomplissent pas non plus ce pardon exemplaire contenant tout le didactisme moral si typique de fin de mélodramatique. Ja, und auch die anderen Personen halten sich also nicht an diese ganzen Ein- und Zugeständnisse. De la même façon que Paloma, il n'y a pas de reconnaissance de l'erreur, ni culpabilité, ni pardon. Ici, il n'y a pas de rédemption, même pas d'acquittement. Ja, und was typisch ist für alle Personen dieses Films, und es gilt auch für Paloma, also hier gibt es keine Erlösung, hier gibt es auch keinen Freispruch. Les voisins ne pardonnent pas complètement El Bruto non plus de ses agressions. Und auch die Nachbarn verzeihen also El Bruto nicht voll und ganz seine Aggressionen. Le film termine. Le film se termine et le conflit n'est toujours pas résolu. Les locataires ont fait fi de l'arrêt d'expulsion, mais rien ne garantit qu'ils n'auront pas à affronter d'autres Cabreras plus tard. Ja, und der Film hat ein offenes Ende. Man weiß nicht, ob die Mieter nicht doch noch von einem anderen Cabrera irgendwann vertrieben werden. L'expérience de l'organisation communautaire cependant leur a été salutaire. Allerdings war dieses ganze gemeinschaftliche sich organisieren, das war sehr wohltuend für alle. Le seul personnage qui pardonne Pedro est la jeune fille qui court pour étreindre son corps, le corps de son amoureux, criblé de balles gisant sur le sol. Und die einzige Figur in diesem Film, die Pedro verzeiht, ist das junge Mädchen, das also zu ihm hinläuft. Und allerdings liegt er da schon auf dem Boden, ist von Kugeln durchsiebt. Final mélodramatique, soit. Mais ce geste de pardon s'apparente beaucoup plus à l'amour humain qu'à la morale religieuse du cinéma mexicain. Also das Ende ist zweifellos melodramatisch, aber diese Geste, die ist also viel stärker Ausdruck menschlicher Liebe als Ausdruck der religiösen Moral, wie sie im mexikanischen Film üblich war. Est capable d'aimer et de croire à la confession de Pedro. Avec El Bruto, comme Nazarin ou Los Olvidados, Buñuel semble nous dire que l'expérience humaine, concrète et avec toutes les contradictions qui s'y rattachent, est bien plus profonde que les dogmes. Ja, und mit El Bruto will Buñuel uns sicherlich sagen, wie bereits schon in Nazarin oder Los Olvidados, dass die konkrete menschliche Erfahrung mit all den Widersprüchen, die sicherlich viel tiefer und menschlicher ist als alle Dogmen zusammen. Mais encore une fois, pour éviter un final trop conventionnel ou trop constructiviste qui ferait appel à des identifications faciles, Buñuel introduit une dernière scène chargée d'étrangeté sur elle, où Paloma réapparaît les yeux désorbités, pleins de haine, échangeant des regards en champ contre champ avec un coq noir qui lui aussi la regarde fixement. Ja, und der Film endet mit einer Szene, also die an überrealer Befremdung ihresgleichen sucht. Paloma erscheint also mit
die Augen voller Hass und sie blickt also von Feld zu Feld und sie blickt auf einen schwarzen Hahn, der sie auch fixiert und damit endet der Film. Si tu veux mettre deux photos de cette séquence et avec ça, ça c'est défini. Non? Ok. Tu peux leur dire qu'ils verront la scène finale à laquelle je suis en train de me référer. Also, eigentlich waren jetzt noch ein paar Fotos vorgesehen, aber sie werden jetzt am Ende des Films sehen, das, worauf ich mich eben bezogen habe. Merci beaucoup. Vielen Dank. Entschuldigen Sie bitte, dass es vielleicht ein bisschen länger gedauert hat, aber so ist es. Ich hoffe, es gibt noch Zeit für vielleicht ein oder zwei Fragen vom Publikum, wenn man Fragen hat, ist jetzt die Gelegenheit, sie zu stellen. Für Gaston. Gibt es Fragen im Saal? Ich könnte vielleicht anfangen. Gaston, ich glaube, das ist ein Film, wo viel im Orchon passiert. Es gibt viele Dinge, die außerhalb des Rahmens stattfinden. Die Szenen von Sex, von Gewalt. Es gibt für mich eine große Spannung zwischen dem, was innerhalb oder was auf der Leinwand erscheint und das, was außerhalb der Leinwand passiert. Was denkst du von der Arbeit von Buñuel mit dem Rahmen, mit dieser Spannung? Je ne sais pas si tu es en train de me demander quel est le rapport entre c'est ce qu'on voit à l'écran et c'est ce qu'on peut imaginer de ce qui se passe à l'extérieur de l'écran. Ou ce qui est suggéré par Buñuel, de ce qui se passe à l'extérieur de l'écran. Danke. Was sich in der Imagination abspielt, wolltest du darauf hinaus? Oui, c'est ce que je peux dire, c'est parler un peu du contexte mexicain de l'époque, pas seulement le contexte de production de films mexicains, mais le contexte des années 50 au Mexique, il y a un discours qui domine un peu partout et qui est un discours excitiste, un discours qui vante les succès économiques du Mexique à l'époque. On va parler du miracle mexicain. Hein, c'est la grande réussite de l'économie mexicaine, c'est la... le taux de croissance est incroyable et donc la production cinématographique mexicaine va être un instrument de ce discours de pouvoir. Donc le film El Bruto, et de la même façon que le film Los Olvidados, va à contre-courant de cette de ce discours du pouvoir. Also, was ich ja sagen wollte, und ich wollte also auch von der Leinwand ein bisschen weg, sondern in die mexikanische Gesellschaft und in die mexikanische Gesellschaft der 50er Jahre. Und es war eine Gesellschaft, die also vom Erfolgsdenken geprägt war, auch von den wirtschaftlichen Erfolgen. Man sprach auch von einem Wirtschaftswunder. Und dieses wirtschaftliche
also dieses Setzen auf den wirtschaftlichen Erfolg, das muss man, also die Filmindustrie ist ein Teil dieses Erfolgsdenken und das muss man mit berücksichtigen, wenn man Buñuel-Filme sieht. Est-ce que la meilleure façon d'aborder la question, disons, la meilleure façon d'articuler une vision critique, c'est à travers le mélodrame? Je ne sais pas. Mais le mélodrame est le genre le plus consommé par le peuple, par le public mexicain de l'époque. Also, ich weiß nicht, ob also Sozialkritik über das Melodrama anzubringen, also die beste Form der Kritik ist. Allerdings muss man sagen, also dass das Melodram prägend für das mexikanische Kino der damaligen Zeit war. Was sehr verpirrend ist, und du könntest uns sagen, ob das einmalig ist im Kontext der mexikanischen Filmindustrie, aber das ist ein Melodram, aber wo die individuellen, die Geschichte der Individuen sehr gewurzelt ist in Fragen von, also vor allem Klasse und Klassenunterschieden, Klassenverhältnisse und auch Klassenausbeutung. Klasse. Ça veut dire qu'il y a des classes différentes dans ce film et c'est très marqué. Est-ce que on pourrait dire quelque chose là-dessus? Oui, je crois que probablement parmi les centaines de films qui annuellement se produisent entre les années 40 et les années 60, à cette époque au Mexique, le Mexique produisait énormément de films, il y a peut-être quelques exceptions, mais disons qu'une des axes idéologiques, c'est justement la réconciliation des classes, l'occultation de contradictions sociales. Le mélodrame mexicain s'est fait écho de cette idée d'une réconciliation sociale après les gouvernements les plus radicaux de la révolution mexicaine. À partir des années 40, on va parler au Mexique d'une sorte de recul politique avec une bourgeoisie nationale qui s'installe et avec tout le discours du capitalisme moderne qui essaye d'effacer, du point de vue de la représentation, les contradictions sociales. Il n'y a pas... Peut-être tu peux... Ja, es ist ja so, also im mexikanischen Film der 40er Jahre oder 50er Jahre war es so, dass man also die Klassenunterschiede nicht akzentuierte, also so in aller Bandbreite sichtbar machte, sondern es ging eher drum, und es war eines der Hauptthemen, also so die Aussöhnung und auch so, dass man die Klassenunterschiede so, wegradierte oder doch zumindest beschönigte und schönredete und nicht in aller Deutlichkeit hervortreten ließ. Und es hängt halt auch mit dem aufstrebenden Kapitalismus zusammen. Also die Revolution war vorbei und man wollte also jetzt modern werden oder modern sein und sich dem Kapitalismus öffnen. Réconciliation sociale et unité nationale. Und dazu gehört also auch also soziale Versöhnung und nationale Einheit. Das waren so die Schlagwörter. Le mélodrame mexicain sert aussi ou représente aussi une sorte de contradiction entre riches et pauvres. Mais il y a toujours une réconciliation à la fin.
Et il y a toujours une figure d'identification très claire. Les fins mélodramatiques sont toujours accompagnées d'une figure où on a plani les contradictions. J'ai cité certains films comme « Nous les pauvres »,« Nosotros los pobres », où à la fin, il y a une sorte de consolation, d'acceptation de la différence sociale. Also es ist so, im mexikanischen Melodrama gab es schon auch Klassenunterschiede, die waren aber nicht so markant und das Ende all dieser Melodramen, das zielte darauf ab, dass man die Klassenunterschiede so abrundete und es gab dann auch so eine neue Identifikationsfigur der Versöhnung. Et c'est des films qui sont marqués aussi par une perspective religieuse et morale. Après les années 40, tout le conflit qu'il y avait eu avec l'Église catholique finit. Dans les années 40, où il y a cette sorte de recul politique qui commence, le président qui entre au pouvoir déclare « Je suis catholique ». Et l'Église va reprendre tout ce qu'il avait perdu pendant la Révolution mexicaine, c'est-à-dire le pouvoir sur l'éducation, le pouvoir dans... Il y a plein d'associations des pères de famille, les chevaliers de Colombes, des associations qui sont ouvertement conservatrices et réactionnaires, pour le dire avec un mot qui me paraît très juste. Also es war ja so, dass die Kirche durch die Revolution an Macht und Einfluss verloren hatte. Seit den 40er Jahren gab es also auch so einen politischen Rückschritt und das heißt, die Kirche konnte wieder an Macht und Einfluss gewinnen, hatte wieder den Zugriff auf die Ausbildung und Erziehungswesen und es gab eine ganze Menge von Vereinen und Verbänden, die der Kirche sehr nahe standen. Und man muss sagen, ja, im Grunde genommen waren sie sehr reaktionär. C'est ce qui me paraît intéressant dans le film de Buñuel, c'est qu'il n'y a pas d'idéalisation du sujet collectif, il n'y a pas d'idéalisation il n'y a pas de figure d'identification propre. Comme dans le mélodrame traditionnel. Et tous les personnages sont contradictoires. Même à la fin, ces personnages collectifs, qui sont les locataires, qui s'organisent pour lutter contre le propriétaire, ils montrent à la fin leur ingratitude vers Pedro. Ils ne sont pas capables d'aller... au-delà, il y a cette contradiction à l'intérieur aussi. Ja, ist so. Und in, im normalen oder in den damals üblichen Melodramen, da war es so, da waren die Figuren, mit denen konnte man sich identifizieren, die hatten klare Konturen. Und bei Buñuel jetzt in El Bruto ist es so, dass die Personen oder die Figuren sehr widersprüchlich angelegt sind und es selbst also wo es um die kollektive Identität geht und dieser Mieter, die vertrieben werden sollen, da ist es ja so, dass die Widersprüche unter ihnen, also die sind nicht einheitlich gezeichnet, sondern voller Widersprüche. Und das zeichnet alle Personen dieses Filmes eigentlich aus. On est loin de la figure de la prise de conscience qui essayait de construire le cinéma militant des années 60. Si vous connaissez un peu le cinéma militant
des années 60. Hein, le cinéma latino-américain des années 60, comme Sanguinés, Miguel Littin, le cinéma cubain des années 60, ils cherchent tous à établir une figure un peu idéalisée, épique, de ces héros collectifs. Et la figure de la prise de conscience. Chez Buñuel, il n'y a rien de ça. Buñuel, ce qu'il veut exposer, c'est les contradictions. Ce n'est pas du cinéma militant, c'est un cinéma critique de tous les angles. C'est-à-dire, il n'y a pas de... c'est-à-dire, on sait que Buñuel a été un membre du Parti communiste pendant quelques années, mais je crois que rapidement, il s'est éloigné de ça et c'est un cinéaste assez indépendant. Et sa critique, sa vision critique n'a pas de limite et il négocie pas avec d'organisations ou des idéologies. Was ich ganz klar hervorheben möchte, ist ja, dass also Buñuel weit entfernt ist vom engagierten, militanten lateinamerikanischen Film. Ich denke jetzt also an Jorge Sanchines, Miguel Littin, die kubanischen Filme, also wo es ja auch immer auch um einen wo über die Filme auch ein Bewusstseinsprozess ausgelöst werden sollte. Das ist bei Buñuel nie der Fall. Also der geht von Individuen aus, der geht von widersprüchlichen Individuen aus, geht von einem großen Freiheitsstreben aus. Er war zwar auch für ein paar Jahre Mitglied der Kommunistischen Partei, hat sich dann aber wieder auch davon entfernt. Und ihm geht es um Freiheit und Widersprüche. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja, hier hinten. Ja, ich habe eine Frage. Wie hatte irgendwie Buñuel ein Mitspracherecht bei irgendwie der Auswahl irgendwie der Komponisten, mit denen er zusammengearbeitet hat. Er hat, das habe ich vorhin irgendwie ein bisschen recherchiert, irgendwie sehr viel irgendwie mit dem Komponisten irgendwie Raúl La Vista zusammengearbeitet, irgendwie mehrere Male. Und da würde es mich irgendwie interessieren, ob er da irgendwie quasi irgendwie Mitspracherecht hatte, irgendwie bei der Auswahl irgendwie der Komponisten, oder ob ihm die von irgendwie den Produzenten quasi irgendwie nahegelegt wurden. Oui, c'est une excellente question, une question que je ne peux pas répondre si oui ou non. Si c'est Raúl La Vista qui lui a proposé ça, sûrement que Buñuel l'a accepté. Je ne sais pas combien il intervenait sur cet aspect qui est tellement important du mélodrame, comme la musique. Parce que les commentaires musicaux dans ce film sont assez, assez importants. Mais au-delà de savoir si ça revient à Buñuel ou si ça revient aux musiciens, et même si ça revenait à Buñuel, on peut partir d'un principe théorique qui est celui qui nous dit que l'auteur, la figure de l'auteur, ou plutôt le sens d'un film, dépasse les intentions de l'auteur. Le sens ou l'auteur, si vous voulez, il est véhicule d'un sens qui excède sa conscience. Also es ist ja so, das ist eine tolle Frage, die Sie da gestellt haben. Allerdings kann ich die jetzt nicht so eindeutig beantworten, wie Sie sich das vielleicht wünschen. Also ich kann jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wer die letzte Auswahl getroffen hat, ob Buñuel oder der Produzent. Allerdings muss man
auch das Ganze in einem Kontext halt sehen. Und da muss man sagen, dass Buñuel schon auch große, und ich habe jetzt leider den letzten Satz, j'ai oublié la dernière phrase. L'auteur comme véhicule d'un sens qui excède sa conscience. Ja, und dass also der Autor, also auch das Vehikel von etwas ist, was größer ist als sein Bewusstsein, also so was über sein Bewusstsein hinausgeht. C'est-à-dire que le sens, il se résout dans une sorte de interaction entre le texte, le film et son spectateur. Ja, und die Sinngebung oder der Sinn ergibt sich ja auch aus der Interaktion zwischen einem Text oder einem Film und den Zuschauern oder Lesern. Et c'est pour ça que on arrive à interpréter les excès, la rhétorique de l'excès, pas nécessairement comme quelque chose que Buñuel l'a voulu ainsi. Peu importe finalement. Ce qui importe, c'est que nous, en tant que spectateurs, soyons capables de lire ou de capter cet excès et qu'on arrive à le voir comme une façon d'indiquer la convention qui est en train de se jouer. Ja, und was ja ganz wichtig jetzt auch bei dieser Ästhetik des Exzesses ist, ist ja jetzt nicht die Frage, wer das jetzt erfunden hat, sondern wichtig ist ja, dass man das als Zuschauer überhaupt erfassen und dann auch interpretieren kann. La réévaluation, la revalorisation qu'on est en train de faire du mélodrame et des affects comme composante importante des textes nous permet maintenant de réviser ce qu'on voyait comme bon, ça c'est pur, c'est excessif, c'est mauvais goût, pourquoi une femme crie comme ça, c'est du mélodrame comme péjoratif. Mais non, on peut tout à fait reconsidérer. Indépendamment des intentions de Buñuel, Buñuel était très ambigu, mais indépendamment des intentions de l'auteur, on peut aujourd'hui revoir et dire, mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être une certaine vérité pour certains groupes sociaux, pour certains types de spectateurs derrière tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas une façon, est-ce que cette rhétorique de l'excès n'est pas en train de irriter ou d'aller à l'encontre d'une certaine modération, du bon goût bourgeois et tout ça. Et c'est là où on retrouve l'idée qu'on veut construire maintenant de Buñuel aussi, non, de ce Buñuel subversif ou transgresseur. Ja, es ist ja so, dass er diese ganze Rhetorik und Ästhetik des Exzesses ja auch im Kontext gesehen werden muss. Also dass es zu einer Neubewertung des Melodramas halt kommt. Früher dachte man einfach, ja, das ist also alles jetzt die also melodramatisch und mit einem großen Aufwand an Gefühlen und gefühlsausdrucksstarker Musik unterlegt. Und wenn man dann aber jetzt so das Ganze nochmal in dem Kontext sieht, ja, wo verlaufen also auch die sozialen Linien und was will damit gesagt werden, was vielleicht jetzt nicht so beim ersten Blick so ins Auge springt, dann, und da spielt halt die Ästhetik des Exzesses eine ganz große Rolle, dann kommt man vielleicht auch zu einem neuen Blick. C'est ce qui nous permet de comprendre les films mexicains de Buñuel, les plus mélodramatiques, comme
Susanna, El Bruto, Una Mujer Sin Amor, c'est que Buñuel, au fond, je crois absolument, il adorait le mélodrame. Il aimait beaucoup ce genre de film. Et il avait, dans plusieurs de ses déclarations, il dit qu'il avait eu un énorme plaisir à faire ce film. Ja, wenn man sich einfach noch mal diese drei Filme vornimmt, Susanna, eine Frau ohne Liebe oder El Bruto, dann entdeckt man ja eine bestimmte Ähnlichkeit. Und Buñuel selbst hat also auch noch mal gesagt, also er hat es genossen, also es war ihm wirklich ein großes Vergnügen und er liebte es, Melodramen zu drehen. Ce n'est pas donc seulement un cinéaste surréaliste, intellectuel, qui est éloigné de la culture massive et qu'il dédaigne. Il est assez divers. Et c'est un peu impressionnant. On parlait hier justement de comment un même réalisateur fait des films comme El Bruto et fait des films comme L'Ange Exterminateur, qui sont vraiment différents. Mais dans les deux cas, on peut aussi trouver des vases communicants, hein, des éléments qui sont présents. Also es ist ja so, Buñuel ist nicht nur, und das haben wir heute Abend sehr schön gesehen, also der Autor dieser von weltberühmten Filmen, also wie der Würgerengel und anderen surrealistisch qualifizierten Filmen. Er hatte in seinem Filmschaffen eine große Bandbreite, und das haben wir heute Abend auch gesehen, und er liebte sich auch in verschiedenen Genres auszudrücken und nicht nur also so diese großen ernsten Filme zu drehen. Wir haben vielleicht Zeit für eine letzte sehr schnelle Frage. Gibt es eine letzte Frage? Ich habe eine letzte Frage. Das kann auch eine sehr kurze Antwort haben vielleicht. Aber es scheint mir mindestens, dass es gewisse Parallelen gibt zwischen den Melodramen von Luis Buñuel und dem Werk von einem anderen exilierten europäischen Filmemacher, der Melodramen macht in einer nordamerikanischen Filmindustrie, nämlich Douglas Sirk. Weißt du, ob Luis Buñuel bewusst von den Filmen von Sirk war? Ob das ein Einfluss auf ihn war? Ou est-ce qu'il y avait eu un contact entre ces deux cinéastes? Douglas Sirk et Luis Buñuel? Pas que je sache. Buñuel, je crois, il était un grand consommateur de films hollywoodiens. Et probablement, oui. Mais est-ce qu'il y a des comparaisons possibles à faire? Probablement. Il y a un critique qui s'appelle Peter Evans, qui a travaillé la question de l'ironie chez Douglas Sirk. Je crois que moi, je ne suis pas un connaisseur en profondeur de l'œuvre de Douglas Sirk, mais je crois que certains des films de Buñuel sont ironiques. Et on sent la distance ironique. Mais dans des films comme El Bruto, c'est pas vraiment l'ironie. L'approche est différente. Il se sert du modèle. C'est une parodie neutre, je dirais plutôt. Mais un cinéaste qui ressemble beaucoup et qui a reçu la leçon, qui a appris la leçon de Buñuel, c'est le cinéaste espagnol Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar s'approche
sentimentalement aussi ces histoires, c'est des histoires de telenovela, les histoires de Pedro Almodovar. Et ils sont traités comme ça. Et il y a toute cette approche ambivalente par rapport au récit sentimental. Ambivalent dans le sens où on sent qu'il y a une sorte d'hommage et d'admiration de tout ce monde sentimental et en même temps une certaine distanciation qui ne détruit pas le modèle. C'est ça qui est intéressant. Also es ist ja so, ob das tatsächlich also Buñuel und Douglas Sirk jetzt einen Kontakt, einen Austausch haben und eventuell eine Beeinflussung gab, das kann ich jetzt mit Sicherheit nicht sagen. Ich weiß nur, dass Buñuel also sehr viele Hollywood-Filme angesehen hat. Und da, wo der Einfluss Buñuels unverkennbar ist bei dem spanischen Filmemacher Pedro Almodóvar. Also der hat auch dieses Melodramatische auf der einen Seite, also so diese starken Gefühle und alles, was damit einhergeht. Und gleichzeitig aber auch so diese Distanzierung wie bei Buñuel. Buñuel und Almodóvar behalten, aber also die machen das Modell jetzt nicht kaputt, sondern erzählen im Rahmen dieser Vorgaben. Okay, super. Wir können vielleicht nächstes Jahr Almodóvar machen. aber vielen Dank, Gaston, für deinen Vortrag und vielen Dank auch, Margret, für deine Übersetzung. Und wir sehen uns. Ja, danke. Wir sehen uns also vielleicht nächste Woche für die Sichtung von Simon in der Wüste und Las Hurdes und in 2 Wochen für Dudley Andrew zu einem anderen mexikanischen Film, Los Olvidados. Just une question que moi j'ai apposée à vous. Ja, also ich würde dann, wenn Sie mir das erlauben, noch eine Frage an Sie stellen wollen. Est-ce que vous avez été surpris par ce film? Est-ce que vous vous attendez à un film comme ça de cet auteur que vous êtes en train de connaître? Hat euch dieser Film überrascht? Ihr seid ja jetzt dabei, also euch Buñuel anzulernen, ihn besser kennenzulernen, oder war das ganz normal ein weiterer Film? Wir können das vielleicht... Das. Donc personnellement, c'est pas ce que je connaissais de Buñuel, je m'y attendais pas. Ah d'accord, c'est pas une surprise. Alors tu connaissais ce côté plus Non, justement, je connaissais d'autres aspects, mais ça je mais pas celui-là, bon, mais il y a tout un groupe de films qu'il a fait au Mexique, qu'il a fait en Espagne dans les années 30, qui sont des films où il joue avec les conventions, qui joue avec les genres. Et dommage que l'image qu'on a construite de Buñuel laisse de côté cet aspect si riche, je crois. Ja, es ist ja so, also man kennt Buñuel ja als den großen Filmklassiker, aber diese ganze mexikanische Filmproduktion, die ja auch sehr reich ist und viel zu bieten hat, die wird oft außen vor gelassen. Okay, jetzt tschüss alle und wir sehen uns dann wieder für die weiteren Filme der Filmreihe.